Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge. Ups, Entschuldigung. In der letzten Folge haben wir. Alter, was ist denn jetzt los? Die zwei Landemodule hier angedockt. Und ich habe hier zwei weitere angedockt, die mit Hitzeschildern ausgestattet sind und geeignet sind für den Flug auf Duna. Und ihr seht schon, wir haben ein 1000 Meter pro Sekunde Encounter. Und der hat mit Duna auch zu tun. Die Karte hängt. Ihr seht schon, wir sind hier in einem harten Encounter. Wir haben aber auch genug Treibstoff dabei. Darf man ja nie vergessen. Und der beginnt jetzt auch gleich. Ich habe alles vorbereitet, dass wir hinfliegen können zu Duna. Der Flug dauert ein bisschen, aber es schaut alles sehr, sehr gut aus. Wir müssen noch die Triebwerke jetzt einmal durchchecken, dass alle Triebwerke aktiv sind, die wir brauchen. Die gehören auch alle hier runter. 2700 MS sind drin. Das sollte hoffentlich reichen, um die Mission durchzuführen. Jetzt hat er nur eine. Alter. Wenn dann schon alle, Junge. Ja. Es ist halt kacke. Es hängt wie Sau immer wieder. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? So. Das sollte auch dann das Ende dieser Mission. Also wenn das Schiff funktioniert, dann haben wir viel erreicht. Wir haben diese kleine Station jetzt hier, also die kleinen Teile hier. Die kriegen dann noch Monotreibstoff von hier rüber geschickt. Da ist zwar nicht viel drin, aber es sollte reichen. Das hier war die Crew-Kapsel, die ich zum Hochgeschickt habe, um sechs Besatzungsmitglieder hochzuschicken. Leider hatte sie, habe ich vergessen, der einen Computer mitzuschicken zum Berechnen des Rückflugs. Bedeutet, das schwebt jetzt hier neben uns her, bis wir losfliegen. Es darf uns jetzt aber hoffentlich auch nichts versauen. Es fliegt aber eigentlich sehr, sehr gut. Welches Triebwerk ist das denn jetzt? Welches Triebwerk? Wohin? Ah, ihr! Die gehört da gar nicht hin. So, wir werden jetzt Vorspulen gescheit. So, wir sollten hier wieder zurückkommen können. Perfekt. Reinzoomen und ihr seht schon, der Start ist gar nicht mehr so weit weg. Und hier fliegen noch zwei weitere Sachen rum. Die schauen wir uns aber gleich an, nachdem wir den Flug hier gestartet haben. Hier vorspulen. Denn wir werden nun einen besonderen Flug starten. Der bemannte Flug zu Duna. Holy shit, haben wir da drauf lang gewartet. Holy shit. Wenn wir uns daran erinnern, wann die Mission eigentlich gestartet ist und was jetzt ist. Oh nee. Wollt ihr mich denn verarschen? Immer dann, wenn ich Missionen mache, ist starke Strahlung, oder was? Ja. Kritische Ausfälle? Ja, gibt's leider. Wir haben hier mehrere RCS-Systeme, wie ihr sehen könnt. Low-Kerman Imager, ja, der ist mir jetzt eigentlich tendenziell wurscht gerade. Schubzeit 1 Minute, Punkt ist in einer Bedeutung, wir sollten bei circa 1 Minute starten. Wir sollten bei circa 1 Minute starten, das wäre ungefähr hier vorspulen. Dann sollte das eigentlich alles gut passen. Genauso müssen wir dann diese Mission hier noch starten. Mars Life Tower. Genauso wie den äußeren Mars Life Tower. Ich habe zwei Stück insgesamt hier gebaut. Ihr werdet ja auch gleich sehen, wie sie ausschauen. Die sind dann dafür gedacht, aber vom Boden eine dauerhafte Station zu bilden. In einem Modul. Und sozusagen fürs erste die Kerbals unten zu versorgen. Relativ simples System. Sollte aber gut funktionieren am Ende. Da es relativ stabil eigentlich gebaut ist. So. Wir haben eine sehr interessante Flugbahn, fällt mir gerade so auf. Wir fliegen so. Warum wir auch immer zur Hölle so fliegen? Ist eh alles von hier steuern, oder? Ah, schon. Fehler entdeckt. RCS-System aktivieren, sonst haben wir keine Zeit mehr. Scheiße. Ah, Punkt. Zum Glück taucht er erst auf. Und wir haben zum Glück genug RCS-Thruster mittlerweile überall verbaut, die sich darum kümmern können. Aktuell kann ich euch sagen, lieben hier, wenn ich mich mit ihr die drei Techniker drin, drei Wissenschaftler und im oberen Bereich befinden sich die drei Piloten, die jetzt hier sozusagen in diesem Flug mit einkalkuliert sind. Es war schon viel kaputt leider an der Maschine durch die jahrelange Wartung oben im Weltraum.
sind viele RCS-Geräte ausgefallen. Die mussten wir jetzt reparieren. Einige sind leider nicht mehr reparabel. Das seht ihr am roten Zeug. Das kann ich leider nicht reparieren. Aber die Triebwerke habe ich jetzt auch nochmal gewartet. Die sollten nochmal für einige Starts zur Verfügung stehen. Seht ihr schon, 13, 14. Schaut gut aus. Damit sollten wir uns sehr, sehr flach über Dunas Oberfläche begeben können. Und von dort aus, beziehungsweise erstmal doppelte Personal für die Duna-Mission ablassen und von dort aus dann wiederum mit dem Personal wegfliegen können zum Planeten. So, jetzt würde ich aber die Triebwerke hochfahren, um diese Mission nun endlich zu starten. Here we go, ab zu Duna mit 9 Kerbals. Wir starten direkt richtig durch, weil Kommunikation und Leben miteinander ist ja wichtig. Von daher sollte das jetzt hoffentlich auch reichen. Aber hier nahrungsmäßig 13 Jahre, 25 Jahre, 19 Jahre und Nitrogen unendlich, genauso wie Hydrogen unendlich. Und bedeutet, wir sollten das relativ nah alles erreichen können. Die Ladung schaut auch gut aus, unendlich verfolgbar. Leider ist die hohe Strahlung noch ein Problem, die natürlich problematisch zu erscheinen seit zu erscheinen zu erscheinen. Ich kann kein Deutsch mehr. Aber das ist eigentlich kein großes Problem. Das System hier ist darauf ausgelegt, auch lange durchzuhalten. Eigentlich, wir haben ja gesehen, das ist schon lange im Weltraum rumgeflogen. Zwar ohne Personal. Wir haben jetzt auch kein aktives Schild dabei, weil uns die Forschung noch fehlt. Aber wir haben endlich eigentlich das Endziel erreicht. Die Belebung oder das. Die Kolonisation. Kolonisation, jetzt habe ich das Wort wieder. Von Duna und von Ike. Bedeutet, es ist endlich soweit. Wir haben auch ordentlich mehr Thrust drin. Wir können Sie sehen, 2,5 steht uns noch zur Verfügung. 800 brauchen wir für unseren Encounter. Es sollte also eigentlich alles ganz gut ausschauen. Und hoffentlich kann ich damit RCS noch ein, zwei Sachen verbessern. Das wäre natürlich super. Dann bremsen wir runter, gehen wir in den nahen Orbit oder versuchen in einen nahen Orbit zu kommen. Von dort aus docken wir dann jeweils eine Landekapsel ab, die sich in die Atmosphäre begibt und zu einem dieser Tower dann fliegen soll. Dann müssen die Kerbals von der Lander in den Tower spazieren und leben dann im Tower von da an. Dann begibt sich unser Alpha Centauri V2 zu Ike und wird Ike eine Landung durchführen. Dann ist diese Mission eigentlich auch schon zu Ende, beziehungsweise das Personal lebt weiterhin hier auf der, drei Personalleute leben auf der Station weiterhin und werden von dort immer wieder Landungen auf Ike durchführen. Das andere Personal wird Forschung und weiteres auf Duna durchführen. Und ja, bis wir dann ein besseres System haben für den Crew-Transport, würde es ja dauern. Weil das können wir uns nicht immer leisten. Allein schon die FPS sind leider hier sehr schlecht. Und wir können immer noch nicht upgraden auf die neuere Version, weil einfach der Spielstand irgendwie Probleme hat mit der neueren Version. Vielleicht weil das Bodensystem ein bisschen überarbeitet wurde oder sowas. Ich kann es leider nicht sagen. Aber wichtigste ist ja, wir kommen voran. Wir sind endlich auf dem Weg der Besserung sozusagen. Das ist ja schon mal einiges wert. Schauen wir mal, was da abgeht. Ah, noch 600 ms. Ich nehme einen Schluck währenddessen. Das kann jetzt noch ein bisschen länger dauern. Was natürlich sehr cool wäre, wenn wir relativ gleichzeitig ankommen würden. Sollten wir eigentlich, aber es wird immer eine kleine Diskrepanz sozusagen geben zwischen den verschiedenen Flugzeugen, die auf Duna ankommen. Wo ich eher drüber Angst hätte, wäre, dass das komplette Personal bei dem Flug stirbt, weil dann haben wir offizielle Bestätigung, dass es nicht so funktionieren wird. Das wäre uncool, wäre. Da müsste man sich ein komplett neues System überlegen und darauf habe ich null Lust. Weil dieses Monstro haben wir extra dafür gebaut. Und dann funktioniert es nicht. Aber was wir auch sehen, man kann sich nicht immer unbedingt auf die Infos verlassen, die man hat. Wir haben jetzt um die 1000 MS gebraucht in einem. Ja, okay, 400 Kilometer Orbit. Aber 1000 ms brauchen wir, um zu Duna zu kommen. Ich hätte mit
locker mehr gerechnet. Klar, wir müssen noch runterbremsen. Das kostet uns wahrscheinlich noch 1.000. Also 2.000 bis 3.000 sollten wir auf Reserve haben. Wir haben jetzt 1.500 circa übrig. Wenn du es anschaust, sind das ja 1.700 sollten wir übrig haben am Ende. Das sollte auf jeden Fall reichen für das Bremsen bei Duna. Und dann vielleicht noch um ein, zwei kleine Manöver durchzuführen. Ich weiß nicht mal, ich kann nicht bestätigen, dass dieses Gerät dann am Ende auch noch bis Ei kommt. Das weiß ich leider nicht. Wäre schön, aber ich glaube es sogar eher weniger. Leider. Aber was willst du denn verhindern? Es ist nun mal so. Aber wir sind bald durch. Wir sind bald durch. Oh, schön. Diese kleine Kapsel, die hier oben so leuchtet. So. Leute, wo fliegen wir hin? Ich sehe nichts. Die Decke ist zu. Da ist, Mann, unser erster Versuch dort zu. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir damals versucht haben, dort eine Mondbasis zu errichten, oder eine Mannbasis in diesem Fall, die ja leider kläglich daran gescheitert ist, dass uns Bugs unsere Sachen in die Luft gejagt haben. Aber es wäre wie immer mein Ziel, selbst in 2 Jahren hier oben eine Basis zu errichten und von da aus viele Missionen zu fliegen. Beziehungsweise große Schiffe auch dort zu bauen und zu betanken, weil einfach die Gravitation niedriger ist. Beziehungsweise das könnte man auch wiederum dann auf Minmus machen. Aber man ist natürlich in einer, ich nenne es immer, schönen Mittelposition von beiden. Hat auch keine wirklich starken Winkel im Gegensatz zu Kerbin. Aber natürlich, so eine dauerhafte Bodenstation zu errichten, ist schon schwer. Jetzt schauen wir mal. 700 MS noch. Ratatatau. 500. Können wir mal auf die Karte gucken, wie sehr wir uns an unser Ziel annähern. Wie scheint, haben wir schon einen Encounter mit Duna? Ich würde den gerne sehen. Müsste der sich nicht verändern? Ich sehe diese Mission als erfüllt an. Ah ne, da ist er. Das ist jetzt wieder die Sache, wo ich mich wundere, wie. Aber schön. RCS regelt. Das wäre auch interessant. Lassen wir mal die Flugbahn so, weil vielleicht können wir dann eine Landekapsel, bevor wir überhaupt die Richtung Duna weiterfliegen, abkapseln und auf Eik landen lassen. Aber ich denke, wir werden auch mit einer massiven Geschwindigkeit eintreten, was natürlich noch schlimmer ist. Vielleicht sollten wir dann noch eher einen Encounter will ich jetzt nicht unbedingt. Obwohl, wir können natürlich runterbremsen und versuchen dadurch. Wir werden es mal so probieren. Wir werden es so weiter probieren. Perfekt. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu Duna. Es wird spannend. Es wird spannend, Leute. Bis zur nächsten Folge werde ich den nicht auch vorspulen. Und dann gucken, wie lange es dauert hin und her. Ich werde jetzt aber allerdings noch hier schnell 2 weitere Maschinen euch zeigen. Wir haben hier den Mars Tower live. Der befindet sich leider gleich auf der dunklen Seite. Als. Nein, oh Mann, das weiß ich, der Plan, Leute. Als Ziel ist immer noch Duna. Hier seht ihr auch geil. Als Ziel sitzen so. Hierhin. Wieder reinscrollen. Zack. Wechseln zu! Genau.
Wie gesagt, es passiert jetzt viel hinter den Türen, weil einfach das lange dauert, ihr merkt schon. Allein das dauert Ewigkeiten zum Performen. Schauen wir uns das mal an. Weil dann würde ich jetzt diese Mission weiterführen und danach sehen wir uns wieder, sobald wir uns bei Duna befinden. Das dauert wieder eine Ewigkeit. Aber sobald wir das geschafft haben, sind wir ready für unsere Last Mission. Muss man sagen, ne? Die Last Mission. Das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt dann auch in der nächsten Folge 200 Folgen geschafft. 200 Folgen existiert diese Serie schon. Ist eigentlich schon irgendwie gravierend. Hier ist, ja, man sieht es kaum, der Mars Life Tower. Wir sollten vielleicht auf die helle Seite vorfliegen. Hier vorspulen. Ihr seht schon, wie der jetzt rauselig sieht. So. Auf Wiedersehen! Da fliegt Alpha Centauri V2 hin. Weg von Kerbin, weg von all diesen komischen Sachen, die hier passiert sind. Einfach in die Tiefe. Es gibt auch Geld, den Kerbin-Strahlungsgürtel. Jetzt erst. Hier seht ihr den Mars Life Tower. Das hier unten ist eigentlich nur weitere Schubmöglichkeit. Ihr seht schon, wir haben oben 3000 MS drin, hier unten 1000 MS noch drin, aber die Reihe funktioniert noch, deswegen habe ich sie weiter in Betrieb gelassen. Das hier oben ist ein bis oben hin ausgestücktes System mit hier auch Nahrung, Wasserbohrern, einer kleinen Station, in der sie leben sollen, mehreren Leitersystemen, die bis nach ganz oben auf den Tower eigentlich führen. Also bis hier oben Fallschirme. Und ist eigentlich dafür gedacht, selbstständig zu landen und dann vor Ort zu warten drauf, dass sie abgeholt werden, beziehungsweise dass das System einfach, ja, sozusagen in Betrieb genommen wird von den dementsprechenden Kerbals. Ihr seht ihr schon, hier ist der KI-Kommunikator. Und das unten ist nur die Trägerrakete. Das hier oben ist dann das System, was landen soll, mit Forschungssystem auch ausgestattet. Beide werden gelandet und je nachdem, wo wer am besten Platz hat, wird dann eine Crew hingeschickt. Und der Turm wird dann sozusagen als Wohngebiet für die nächsten paar Jahre benutzt. Aber Leute, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch einmal Alpha Centauri 2.2 an. Wechseln zu. Und winken mit dem Team von Alpha Centauri 2.2 einmal nach Kerbin und sagen auf Wiederschön, auf Wiederschön, auf Wiedersehen. Und wir sehen uns in ein paar Jahren wieder. Weil, immerhin, ist jetzt sozusagen deren Reise im Beginn für eine unbestimmte lange Zeit nicht mehr ihre Heimat zu sehen. Aber zu sechs sind Männer, Frauen dabei. Das kann auch lustig werden. Also du, die haben genug Zeit da drin zu machen, was sie wollen. Was ich auch gleichzeitig ankündigen kann, der Link unten drin in dieser Beschreibung stimmt wieder. Man kann sich jetzt die Version wieder runterladen. Ich werde auch die neueste Version jetzt wieder hochladen, direkt danach. Die funktioniert auch mit der 1.12. Man muss vielleicht ein, zwei Sachen anpassen. Geplant ist er für die 1.11. Wer sich natürlich für interessiert, kann sich dort das Modpack runterladen, dann mit Zkeyn öffnen und es läuft. Es mag aber gesagt sein, dass es mit der 1.12 wahrscheinlich Probleme geben könnte. Es gibt viele Bugs immer noch. Man hat es gesehen in den früheren Folgen, wo die Bodenstation in die Luft geflogen ist, wo mehrere komische Sachen passiert sind, die nicht passieren hätten sollen, die leider auch viele meiner Pläne für diese Serie vernichtet haben. Und hoffentlich nicht eins von denen jetzt hier auch noch. Aber wie gesagt, der Link unten in der Beschreibung zum Modpack-Download stimmt wieder. Einfach draufklicken, ihr kommt auf meine Cloud und könnt das Video und könnt die Datei runterladen. So. Ja. Man sieht schon den Bug allein schon, wenn man auf einmal alles so riesengroß wird ausdrücken. Hier ist Kerbin. Und ich würde sagen, für diese letzte Mission winken wir nochmal mit der kompletten Besatzung mit. Leggy, leg, leg, es liegt wieder. Was ist das? Ich muss sagen. Current Time, Jahr 7. 7 Ingame-Jahre haben wir gemacht. Wir sind bei Jahr 8 wahrscheinlich, wenn wir ankommen überhaupt erstmal.
Also ich hasse es, wenn dieses Zeug. Oh ja, ich freue mich so auf Kirby Space Program 2. Jetzt hat aber alles geladen, oder? Und wir können jetzt auf jeden Fall auf Wiedersehen sagen. Auf Wiedersehen, Kirby. Auf Wiedersehen, Mann. Auf Wiedersehen, Minus. Wir sind mal auf Reise. Und zwar auf Deep Space Reise. Bye bye. Und somit wünsche ich euch auch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und vergesst nicht bei der nächsten Folge und auch, ich sage es jetzt offiziell, wahrscheinlich der letzten Folge von Kirby Space Program hier dabei zu sein, wo wir mit unserer kompletten Crew landen. Das wird eine der längsten Folgen. Ich denke, die werden wahrscheinlich 40 Minuten am Ende sein. Von Runterbremsen bei Duna, Landung auf Duna und Landung auf Ike. Alles zusammen in einem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.